mit dem Gerhard Futter, Bürgermeister von die Saubrunn. Frage an Sie, sind Sie zufrieden bis jetzt mit der Arbeit von der Liste Burgenland? Also an und für sich bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit der Liste Burgenland. Wir haben sehr viele Anträge eingebracht, sehr viele Anfragen. Und ich muss sagen, ich glaube schon, dass die Liste Burgenland hier die treibende Kraft ist, der Oppositionsparteien, wenn man das so nennen möchte, und hier wirklich auf gutem Weg ist. Und was gibt es bei der Gemeinde Saubrunn? Ja, in der Gemeinde Bad Saubrunn tut sich viel, nicht? Und wir sind immer bemüht, hier infrastrukturell etwas zu verbessern, etwas voranzutreiben. Das passiert ständig in der Gemeinde Bad Saubrunn. Ja, es gibt immer wieder Betätigungsfelder. Wie fühlt sich ein Bürgermeister nicht Zugehörigkeit zu die Rot und Schwarz, die SP und ÖVP? Naja, haben Sie da Probleme? Das ist natürlich schwer, wenn man sozusagen nicht Fisch und nicht Fleisch ist, ist es schwer in diesem Land. Man ist immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert. Es wird einem nicht leichter gemacht, wenn man nicht dazugehört. Also muss sagen, das erschwert die Arbeit schon um einiges. Aber wir bemühen uns, wir sind eigentlich gut unterwegs in der Gemeinde Bad Saubrunn, wir sind gut aufgestellt. Und wir haben mittlerweile mit diesen Schwierigkeiten gelernt, umzugehen. Und wie ist mit dem Tourismus? Sicherlich weiß Saubrunn ist bekannt für den Rosalia-Tourismus. Was planen Sie da? Naja, im Tourismus ist natürlich die Gemeinde Bad Saubrunn in der Region Rosalia, im Bezirk Mattersburg, spielt hier die Vorreiterrolle. Das ist natürlich durch unsere Kuranstalten, die wir in der Gemeinde Bad Saubrunn haben. Hier tut sich sehr viel, hier sind wir auch auf gutem Weg. Hier spielt natürlich auch die ganze Region mit. Es ist nicht nur die Gemeinde Bad Saubrunn alleine. Wir bemühen uns, dass wir hier in der ganzen Region für die Touristen, für unsere Kurgäste Angebote schaffen. Ein wichtiger Punkt dabei ist das Radwegenetz, das jetzt neu überarbeitet wurde, wo es hier neue Strecken gibt, natürlich auch zur Gemeinde Pötzsching rüber. Und die Region Rosalia sich hier neu aufgestellt hat. Hier gibt es schwerpunktmäßig für die Rastplätze Attraktionen, so auch zum Beispiel die Regenbogenpyramide, die neue, die vom Heinz Brugschweiger gestaltet wurde, die toll sich entwickelt hat und die jetzt dann auch im September eröffnet wird. Also hier tut sich schon einiges und das geht aber nicht nur mit der Gemeinde Bad Saubrunn alleine. Hier ist es wichtig, dass die ganze Region mitspielt, die ganzen Gemeinden in der Region Rosalia. Und ich glaube, schön langsam lernt man hier wirklich touristisch zu denken, denn man muss hier auf Qualität setzen. Und so glaube ich, wird es sich in den nächsten Jahren auch zeigen, dass sich die Region toll entwickeln wird. Am 2012 ist eine nächste Gemeinderatswahl. Kandidieren Sie wieder als Bürgermeister? Ja, das stimmt. 2012 gibt es die nächste Gemeinderatswahl und selbstverständlich werde ich wieder kandidieren für die Liste Bad Saubrunn. Keine Frage. Ich denke, wir haben hier in der Gemeinde in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Ich habe ein voll motiviertes Team hinter mir und wir werden natürlich unsere Arbeit, die wir bis jetzt geleistet haben, auch in Zukunft für die Gemeinde Bad Saubrunn zur Verfügung stellen. Ich muss sagen, ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken bei allen Gemeinderäten der Liste Bad Saubrunn. Alle haben durchgehalten vom Jahr 2002 bis zum Jahr 2007. Alle Gemeinderäte, alle 8 und alle 13 vom Jahr 2007 bis zum Jahr 2012. Und die haben wirklich tolle und hervorragende Arbeit geleistet. Da wünsche ich viel Glück bei der nächsten Gemeinderatswahl. Danke. Dankeschön. We'll be right back.